Bis zum Schluss gab es bei der Online-Abstimmung für die LN-Helden der Feuerwehr ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch nun stehen sie fest und wurden in der Wache der Freiwilligen Feuerwehr Israelsdorf von dem stellvertretenden LN-Chefredakteur Nick Vogler und dem Aktionspaten Christian Schütt ausgezeichnet. Ich stehe hier vor wirklich mutigen Männern und Frauen, vor Menschen, die Zeit opfern und die Gefahren eingehen und Risiken eingehen, um anderen zu helfen. Und wir finden von den Lübecker Nachrichten, dass es alle Hochachtung wert. Platz 3 ging an Wiebke Schwag von der Freiwilligen Feuerwehr Büssau. Den zweiten Preis erhielt Nina Wöllmann, die sich als Jugendwartin in Dummersdorf engagiert. Am meisten Stimmen konnte schließlich der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Israelsdorf für sich sammeln. Bernd Radke erhielt den ersten Preis. Wir wollen alle keine Helden sein, auch wenn man das uns so betitelt hat, sondern wir haben uns eigentlich nur Anerkennung gewünscht für das Amt der Freiwilligen Feuerwehr. Nach der offiziellen Verleihung ließen die Kameraden den Abend gebührend ausklingen.